Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Lego Harry Potter. Wir sind am Anfang von Jahr 3. Und ja, haben jetzt gerade eben eine etwas längere Cutscene. Was tut der da? Gesehen. Und ja, wie gesagt, Jahr 3. Ich mochte den dritten Film damals so unglaublich gerne. Es war einfach was ganz anderes. Teil 1 und 2 waren so Kinderfilme. Und Teil 3 war dann schon deutlich düsterer und erwachsener. Das war eigentlich sehr cool. War einfach auch anders gemacht, so. Ah. Man hat einfach an der Art des Films gemerkt, dass es jetzt nicht nur noch die Zielgruppe der wie 11-, 12-Jährigen ist, sondern dass es schon etwas krasser wird auch. Mit den Dementoren sowieso. Der dritte Film war halt einfach toll. So, das, meine Freunde, ist das Monsterbuch der Monster. Das neue Buch für den Unterricht Pflege magischer Geschöpfe. Und jetzt geht's mit dem Zug nach Kings... Nein, Quatsch. Mit dem Zug von King's Cross von der Plattform 9¾ nach Hogwarts.
Oh, was war das? Habe ich jetzt. Was habe ich jetzt gemacht? Ah ja, und Hermine, die hat jetzt Krummbein. Und der kann graben. Was ziemlich nice ist. Zug reinkommen. So, und das kommt jetzt nämlich hier drüben drauf. Können wir hier auf der anderen Seite runterhüppen. Yeah.
So. Auf geht's, Hermine, zeig deine Muckis. Ich bin Hermine, ich bin total männlich. Nee, weiblich. Und hinein. Boah, für alle, die den dritten Film kennen, stellt euch mal vor, das wäre schief gegangen und die hätten einfach zu spät gemerkt, dass Kretze nicht im Zug dabei ist. Ich will jetzt nicht spoilern, aber stellt euch mal vor, das wäre schief gegangen. Der Film... Naja, ihr wisst, was ich sagen will. Das ist so cool. Ah, bitteschön. Da unten sind Joko-Frösche drin, geil. Das war nicht gewollt, aber in Ordnung. Was ist jetzt nur los? Dementoren. Okay. Lupino hier. Zerstört. Okay. Und weiter im Text.
Okay, run. Dein Part. So. Warum? Normalerweise hängt doch der Nothammer immer direkt neben dem Kästchen. Oder da steht, bitte Scheibe eindrücken. Wie viel Sinn macht denn so ein Notteil, wenn man gar nicht drankommt? Professor Lupin scheint keinen Mondschein zu mögen. Aber warum nur nicht? Los, Hermine, zeig deine Buchskills. Trank, Mond, Stern, Hut. Trank, Mond, Stern, Hut. Hallo? Exactly. Okay, Lupinius. Bam. Falsche Richtung. Bam. Bam. Hey, Harry! Nice, Geschichte fortsetzen, okay. Das ist also Professor Lupin, mit dem wir gerade gespielt haben. Wieder in Hogwarts. Nice. Es ist einfach schön, zum dritten Mal zurückzukehren. Ich bin gespannt, was für geile Zauber wir als nächstes lernen. Als erstes haben wir mal eine Stunde mit Professor Lupin und ich glaube, ich weiß, was kommt. Ja, das, liebe Freunde, ist ein Irrwicht. Der hat keine feste Gestalt, sondern der tritt immer als das auf, vor was sich das Gegenüber am allermeisten fürchtet. Und bei Neville ist das eben Professor Snape. Und es gibt einen tollen Zauberspruch, mit dem man Irrwichte vertreiben kann, weil Irrwichte können es nicht brauchen, wenn man sich über sie lustig macht. Und deshalb kann man sie mit dem Zauberspruch Ridiculus vertreiben, indem man sich eine witzige Situation vorstellt. Erstmal hell machen hier alles so.
Stern. Hallo? Na gut. Ein Charakter. Noch ein Charakter. Und zwar Parvati Patil. Und Stan. Ah, Bahnhofswache. Jetzt dachte ich, das ist Stan aus dem fahrenden Ritter. Okay. Und da drüben haben wir nochmal jemanden. Das sieht nach Genie aus. Können wir aber noch nicht aufmachen. Okay, run. Go. Spinnen. Das ist schon eine ziemlich coole Idee. So, ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden. Und Hermine kommt nicht raus. Kann ich sie nicht irgendwie killen? Habe ich mich jetzt echt einfach festgeglitscht hier? Ach Mann. Ah, frustrierend. Na gut.